Läuft das Band? Jo. Echt? Ja. Ein Klavier, ein Klavier. Hallo! Hier wieder Babys Thermomix Tipps. Heute gibt's mal Eierlikör. Denn man kann mit diesem Wundergerät auch Alkohol machen. Alkohol ist sehr wichtig in der derzeitigen Corona-freien Zeit. Und wir haben eine Kundin zum Beispiel, die hat zwei von den Dingern. Mit einem davon macht sie nur Daiquiris. Ja, also das seht ihr mal, was man damit alles machen kann. Smoothies, Daiquiris, Säfte und natürlich auch Eierlikör. Heute gibt's Eierlikör. So, wir fangen mal an. Kochvorgang starten. Den Rühraufsatz aufstecken. Das ist ganz wichtig. Das ist der da. Guck, Moment, da. Das ist der Rühraufsatz. Der kommt dann da rein. So, wunderbar. Nimm doch mal die Finger raus. Ja, ist ja gut. So, jetzt geht's los. Eine Vanilleschote und zwar nur das Mark. Das habe ich schon mal ausgekratzt. Oh ja, Gott. Da, rein mit dem Schmodder. Was auch ganz wichtig ist, mit der Vanilleschote. Die legt man jetzt einfach in eine Dose mit Zucker einfach reinlegen. Der Zucker übernimmt dann den Geschmack von dem Vanille, von der Vanilleschote und man hat Vanillezucker. Das mal so nebenbei. So, weiter geht's. 6 Eigelb. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Hier sind sie. Da, die kommen jetzt einfach da rein. So, weil das soll ja Eierlikör werden, gell? So. Schon so, ein bisschen Pausenmusik einspielen. Nee, ist ja gut, jetzt machst du doch nicht so einen Stress. So, weiter geht's. Puderzucker, den haben wir vorher selbst gemacht. Natürlich auch mit dem Thermomix, ganz klar. Man sieht hier noch den Rest. Also Puderzucker dazu. So. So, weiter. Jetzt geht's los. Wo ist mein Messbecher? Wo ist mein Deckel? Ah, hier ist er. Da haben wir nämlich vorher den Puderzucker mitgemacht. So, Berge drauf, fertig. 3 Minuten auf Stufe 3. Jetzt wird das Ganze vermengt. In 3 Minuten sehen wir uns wieder. So, Achtung. Die Avon-Beraterin, wie ihr hört, wir haben einen neuen Ton. Doch viel schöner als der alte, gell? Okay, das war jetzt die erste Phase. Jetzt gucken wir mal rein. Sieht schon mal gar nicht schlecht aus, gell? So, jetzt geht's weiter. Den Rühraufsatz entfernen. Du musst den ein bisschen drehen. Ja, ich weiß. So. ~350 Kondensmilch, 7,5, stimmt, Hammer. So. Das sind 332, machen wir noch einen, ha? Soll ja genau sein. Eigentlich war ja heute der mediterrane Tomatenaufstrich dran, aber der ist uns jetzt hier mit dem Eierlikör leider. Der Eierlikör ist. Schwiegermutter will Eierlikör, kriegt halt Eierlikör. So, also. Ja, es ist Ostern. Ja, ist ja gut. 250 Gramm weißer Rum. Na, 257 schmeckt auch nichts. Ihr seht, wir haben auch keinen Gin Tonic jetzt heute. Es ist nämlich 13 Uhr und um die Uhrzeit trinken wir noch nicht. Ich wollte es nur mal gesagt haben. So, jetzt kommt der Klumpatsch wieder drauf. Auf Stufe 4, 8 Minuten, brutzelt das Zeug jetzt vor sich hin und wir sehen uns in 8 Minuten wieder. Achtung, Avon-Beraterin. Ah ne, wird ja noch abgekühlt. 8 Sekunden. Jetzt ist er auf 70 Grad hochgeheizt. Hat jetzt den Eierlikör gekocht, wenn man so will. Jetzt kommt die Avon-Beraterin. In der Zwischenzeit hat Carsten mal die Vanilleschote in den Zucker rein. Ja? Und jetzt haben wir bald guten Vanillezucker. So, Applaus für den Carsten. Sehr gut. So, Eierlikör ins... in heiß ausgespülte Flaschen füllen und sofort fest verschließen. Da ist er.
Warte, lass mal riechen. Ich filme nicht mal so lang. Ach so. Ich will riechen. Boah, geil, ne? Mhm. Der hat Alkohol. Also, die Mutti kriegt da Eilikör zu Ostern. Und ich bringe eine Flasche jetzt zur Kassiererin zum Penny, weil die ziemlich gute Arbeit macht im Moment. Nicht nur die, sondern auch die ganze Belegschaft. Man könnte sich schon mal da ein gutes Eierlikör gönnen. Ihr Lieben, wir sehen uns bald wieder bei Beppis Thermomix Tipps. Und das nächste Mal gibt es wirklich den mediterrane Tomateaufstrich. Bis dann.